Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück hier zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Es tut mir sehr, sehr leid, dass jetzt irgendwie circa eine Woche kein Video kam. Es hatte mehrere Gründe. Da will ich auch gar nicht mehr drauf eingehen. Und zwar wollen wir ich will nicht weiter auf die Gründe eingehen. Wir wollten jetzt durch die Tür gehen und gucken, wo wir jetzt hier eigentlich gelandet sind, was uns dahinter erwartet und was uns in der Story noch so passieren wird. Und deswegen würde ich sagen, ab geht's durch die Tür und... Oh, ich wollte dramatisch auch was einspielen lassen, aber es ist nichts passiert. Hier sind zwei Soldaten. Da vorne scheint eine Truhe zu sein. Forstgipfel. Gebirge. Haven. Heaven schaut man anders. Safe. Okay, was ist hier? Die Bedrohung bleibt bestehen. Suche Cassandra in der Kirche auf. Ich denke mal, dass die Kirche da hinten ist. Cooler Hüpfer. Was ich auf jeden Fall noch erzählen wollte. Wir haben jetzt einen Real-Life-Kanal gestartet. Ich und ein anderer Freund. Also ein anderer Freund und ich. Der Esel nennt sich immer zuletzt. Zuerst, was auch immer. Da geht es halt rund um Festivals. Und ja, wir sind aber jetzt hier wieder in der Welt von Dragon Age. Ich muss echt sagen, ich hatte... richtig Lust zu spielen, aber ich hatte so richtig schlechte Laune, beziehungsweise war überhaupt nicht in der Stimmung, hier so rum zu erzählen und alles, und jetzt habe ich wieder Bock. Und da hinten ist übrigens noch ein... Haben wir den nicht vorhin geschlossen? Letztes Mal? Ich habe keine Ahnung. Und, ja, wir öffnen erstmal hier die Kirche. Das sieht mir aus für eine Kirche, oder? Ist das eine Kirche? Ich hoffe, dass das eine Kirche ist. Ja, es scheint eine Kirche zu sein. Wir scheinen auch richtig zu sein, und da oben ist so eine Art Sonne. Und jetzt ab in die Quest. Fesselt ihn! Ich will, dass ihm in der Hauptstadt der Prozess gemacht wird. Hört nicht auf ihn und lasst uns allein. Ihr spielt ein gefährliches Spiel, Sucherin. Die Bresche ist zwar stabil, aber sie bleibt eine Bedrohung. Das werde ich nicht ignorieren. Anscheinend sind wir hier doch nicht irgendwie von irgendwem aufgegabelt worden, sondern wir haben halt hier wieder die anderen dabei und ich habe getan, was ich konnte. Ich habe getan, was ich konnte, um die Bresche zu schließen. Das hätte mich beinahe umgebracht. Und doch lebt ihr noch. Ein äußerst angenehmer Ausgang, soweit es euch betrifft. Passt auf, Kanzler. Die Bresche ist nicht die einzige Bedrohung, der wir uns stellen müssen. Irgendjemand war für die Explosion beim Konklave verantwortlich. Jemand, mit dem ihre Heiligkeit nicht gerechnet hatte. Vielleicht starb dieser jemand mit den anderen. Oder er hat Verbündete, die noch am Leben sind. Ihr verdächtigt mich? Euch und viele andere. Jedoch nicht den Gefangenen. Ich habe die Stimmen im Tempel gehört. Die Göttliche hat ihn um Hilfe gebeten. Sein Überleben, dieses Ding auf seiner Hand, das alles ist also nur ein Zufall? Es ist Vorsehung. Der Erbauer hat ihn in unserer dunkelsten Stunde zu uns gesandt. Jetzt können wir also hier wirklich entscheiden. Ich bin kein Auserwählter, wenn ihr meint. Was wollt ihr noch? Ist es euer Ernst? Ihr haltet mich für unschuldig. Ich würde einfach mal ganz stumpf sagen, wenn ihr meint. Wirklich, euer Erbauer würde euch jemanden wie mich schicken? Der Wille des Erbauers ist unergründlich. Es steht mir nicht zu, ihn zu hinterfragen. Selbst wenn es bedeutet, dass ein Dalish-Elf sein Auserwählter ist. Die Menschen sind nicht die einzigen, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt. Die Bresche ist noch immer offen und euer Mal bleibt unsere einzige Hoffnung, sie zu schließen. Diese Entscheidung liegt nicht bei euch. Ihr wisst, was das hier ist, Kanzler. Ein Erlass der Göttlichen, der uns die Autorität verleiht, etwas zu unternehmen. Hiermit erkläre ich die Inquisition für wieder eingesetzt. Wir werden die Bresche schließen, die dafür Verantwortlichen finden und die Ordnung wiederherstellen, mit oder ohne eure Zustimmung. Das war der Wille der Göttlichen. Die Inquisition früherer Tage wieder einzusetzen, um jene zu finden, die sich gegen das Chaos stemmen. Aber noch sind wir nicht bereit.
Wir haben keinen Anführer, keine Anhänger und jetzt haben wir auch die Unterstützung der Kirche verloren. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir müssen jetzt handeln, mit euch an unserer Seite. So, ich willige ein vorerst oder ich will euch helfen. Ich finde, wir sollten immer so ganz kurze, knappe Antworten geben, dass wir mehr so ein bisschen geheimnisvoll wirken. Und ich würde sagen, ich willige ein. Gut, sehen wir mal, wie es sich entwickelt. Mehr verlangen wir auch nicht. Helft uns, die Sache in Ordnung zu bringen, ehe es zu spät ist. Nice. Dragon Age Inquisition. Und damit heiße ich euch nochmal herzlich willkommen. Das Display scheint jetzt richtig loszugehen. Und ich hab Bock, Freunde. Ich hab Bock. Ich muss es ehrlich sagen. So, wir können jetzt hier der Hauptquest nachgehen. Wir können wahrscheinlich zum Schmied gehen. Irgendwas mit dem Kopf machen. Nochmal zum Schmied. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zum Schmied. Weil ich da mal gucken will, was da auf sich hat. Bevor wir jetzt mit der Hauptquest weitermachen. Ich meine, wir haben Zeit, Freunde. Ich habe mir vorgenommen, jetzt hier das zu machen. Achso, Apotheker ist es. Erkunde die Welt oder suche Händler auf, um an Rezepte zu gelangen. Bringe die Pflanzen, die du in der Wildnis sammelst, zu einem Apotheker, um deine Tränke aufzuwerten. Verwende die Ausrüstungsstation, um jeden deiner Gruppenmitglieder unterschiedliche Tränke zuzuweisen und die mitgefüllte Tränke auszufüllen. Was? Aufzufüllen? Achso. Verwende die Aufwertungsstation, um dauerhafte Aufwertungen für deine Tränke freizuschalten. Alles klar. Was ist das hier? Hier kann ich also ein Kraut sammeln. So, wie gesagt, wir haben Zeit, wir haben ewig Zeit, das Let's Play zu machen. Ja, ich wollte auf jeden Fall noch The Witcher 3 bald spielen. Also als Let's Play. Hoffentlich, dass es funktioniert mit meinem PC. Ich weiß es nicht, es ist ein ziemlich, ja, lastiges Spiel, mehr oder weniger. Aber vielleicht wird es ja was. So, wir gehen jetzt hier mal rein in die Apotheke. Jetzt, wo ich genau gucke, ist es nämlich eher so ein Kelch mit einem Löffel drin und kein Schmied. Also, na gut, erstmal gucken. So, Tränke aufwerten. Was können wir denn machen? Elixier, Sprengfeuer, was? Okay, so. Erstmal Tränke. Heiltrank. Stellt augenblicklich 385 Gesundheit wieder her. Jawohl. Erforschen, gesperrt. Achso, wir müssen 29 Elfenwurzeln und einen Dämmerlotus. Okay, das heißt, wir können da noch nichts machen. Hier denke ich mal, genau, okay, wir können also noch die Tränke. Das heißt, wir brauchen, wie heißen die Pflanzen? Elfenwurzeln und Dämmerlotus, 29 Stück. Alles klar, Freunde, alles klar. So, was ist hier?
Auch wahrscheinlich das gleiche, ne? Okay, alles klar. Müssen wir mit denen uns nicht unterhalten, aber ich kann nochmal kurz plündern. So. Binnenhänder und feridellisches Hauptmann-Langschwert. Ne, wir sind ja eher so der Assassine. Aber erstmal hier lesen. Warte, mir gibt's was zum Lesen. Überwachung des Patienten, zweiter Tag. Putzen hat man normal, noch immer keine Reaktion, habe ihm einige Tropfen Elfenwurzelextrakt eingeflößt, um die Genesung zu fördern. Starkes Zittern flüstert etwas über zu viele Augen. Das war die Grauen, alles Gutes sei. Okay, also wahrscheinlich hat es irgendwas mit dieses Symbol da, was eben gerade in diesem ja, Abspann oder was es war, gezeigt wurde, scheint auch noch irgendwas auf sich zu haben. Scheint nochmal ganz wichtig zu werden, dass wir auch vorhin bei der Kirche gesehen haben. Und irgendwas mit Augen auf jeden Fall. Also es geht ja jetzt erst los, Freunde, und ja. So, hier ist ein Bade zu Gast. Ist die Gitarre kaputt? Sieht gerade ein bisschen komisch aus. Ah ne, das ist glaube ich so eine alte Gitarre, die dann ein bisschen nach oben verbogen ist. Und hier erstmal mit dem Typen sprechen. Der auserwählte Andrastes, ein gesegneter Held, gesandt, um uns alle zu retten. Klingt äußerst schneidig. Ich bin kein Held. Ich würde mal sagen schneidig. Reite ich auf einem strahlend weißen Ross? Ich hätte einen Griffin vorgeschlagen, aber sie sind bedauerlicherweise ausgestorben. Doch, Scherz beiseite, das richtige Auftreten ist wichtig. Ich bin tief ins Nichts gereist, in uralten Ruinen und auf früheren Schlachtfeldern, um die Träume untergegangener Zivilisationen zu sehen. Ich sah Geisterheere aufeinanderprallen, um die blutige Vergangenheit sowohl berühmter als auch vergessener Kriege wieder aufleben zu lassen. Jeder große Krieg hat seine Helden. Ich bin einfach nur neugierig, welche Art von Held ihr sein werdet. Das ist ein guter, ein kluger, glücklicher Held. Das ist alles so scheiße. Ich würde mal sagen, er steht alle ruhen. Was mich auch ein bisschen interessiert. Was meint ihr damit? Jedes Bauwerk, das stark genug ist, der Unbill der Zeit zu trotzen, hat eine Geschichte. Jedes Schlachtfeld ist von Tod durchzogen. Beides zieht Geister an. Sie drängen gegen den Schleier und schwächen die Barriere zwischen unseren Welten. Wenn ich an solchen Orten träume, tauche ich tief ins Nichts ein. Ich finde Erinnerungen, die kein anderes lebendes Wesen je gesehen hat. Wie könnt ihr dort schlafen? die Frage ist, glaube ich, ein bisschen überflüssig, weil das ist irgendwie gemein. Ich würde mal sagen, das ist beeindruckend. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der so tief ins Nichts vorgedrungen ist. Das ist außergewöhnlich. Paranoia, würde ich sagen. Gott Dank. Es ist kein sonderlich verbreitetes Studiengebiet, aus naheliegenden Gründen. Feuer oder Blitze zu schleudern ist nun mal imposanter. Könnt ihr euch vorstellen, die Überreste eines 1000 Jahre alten Traums zu finden? Dieses Gefühl würde ich gegen nichts in der Welt eintauschen. Nun denn, ich werde bleiben. Zumindest bis die Bresche wieder geschlossen ist. Stand das etwa in Frage? Ich bin ein Abtrünniger, umgeben von Truppen der Kirche, inmitten einer Rebellion der Magier. Cassandra war äußerst zuvorkommend, aber ich hoffe, ihr versteht meine Vorsicht. Ich würde nur sagen, Cassandra wird euch schützen. Cassandra vertraut euch. Sie wird nicht zulassen, dass euch jemand gegen euren Willen in einen Zirkel bringt. Hab Dank. Das ist ein beruhigender Gedanke. Und nun lasst uns hoffen, dass entweder die Magier oder die Templer die Macht besitzen, die Bresche wieder zu verschließen. Ja, Freunde, jetzt haben wir mit dem Schlaukopf viel geredet, weil das, weiß ich, das erinnert mich so ein bisschen an, hier, Art Attack, Schlaukopf. Das ist Art Attack, das ist Art Attack, das ist Art Attack. Okay, nochmal hier auf den Holzpfahl drauf hinaufhüpfen. Und ich würde sagen, Freunde, das war's mit der Folge auch schon wieder. Ja, wir haben mehr oder weniger ein bisschen rumgequatscht. Ich hoffe, die Folge ist jetzt eigentlich lang genug. Hoffe ich. Wenn nicht, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und ich würde sagen, ja, bis dahin, Freunde. Wir gehen nochmal kurz hier. Das ist auch eine Apotheke, ne? Kurz mal nochmal gucken hier. Okay. Achso, keine Pläne verfügbar. Das heißt, wir können ja von wahrscheinlich noch Angriffe starten. Oh Junge, ich habe so Lust, das zu spielen. Da wird so viele geile Sachen noch auf uns zukommen. Okay, hier ist unser Kumpel.
Warrig oder so heißt er. Und hier vorne ist noch so eine Goldkiste. Die hatten wir ja vorhin ja schon inspiziert, aber irgendwie noch nichts damit gemacht. Ich doch mal nochmal gucken. Ach so, kaufen und verkaufen. Was haben wir denn? Grundwert. Das ist ein Langbogen, aber den brauche ich nicht. Das ist alles so. Lass mal nach einer Rüstung gucken. Elfenkapuze. Abenteuerhelm. Das ist natürlich eine ordentliche Ladung dazu. Ist das alles zu teuer? Wie viel Geld haben wir? 112, nee. Zu teuer scheint es nicht zu sein. Ich weiß nicht, wieso wir das nicht kaufen können. Die holen wir auf jeden Fall mal. Weil die nämlich erstmal geil aussieht. Und zweitens auf jeden Fall viel besser aus als unsere jetzige. Gut, natürlich ist die hier nochmal besser. Aber gut. Was ist das hier? Bringt alles nichts. Auch nicht. Ach, wir können ja auch noch für unsere anderen Charaktere. Das ist natürlich nice. Das ist geil. Helm der freien Marschen. Der Helm scheint ein bisschen was zu bringen auf jeden Fall. Kaufen wir ihn doch erstmal direkt. So, nochmal. Ach, mit dem haben wir gerade geredet. Stimmt, ich hatte ihn gerade komplett vergessen. Haben wir auch nochmal hier so einen Helm drauf. Und was ist hier mit ihr? Okay, wir haben kein Gold mehr dafür. Alles klar. Okay, gut. So, erstmal hier ein bisschen aufgerüstet. Das ist schön. Das ist gut. Das ist wunderbar. Was habe ich jetzt hier gemacht? Warum kann... Egal. So, ich wollte auf jeden Fall sagen, das war's, Freunde. Ja, bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dahin. Ciao.